So, und damit willkommen zum Replay Shadow gegen Schäfi. Und zwar Schäfi mit Zwergen und wow, Shadow auch mit Zwergen. Ich habe jetzt zwei Replays, die ich für Geo aufnehme. Und beide sind einfach ein Mirror. Geil. Mal schauen, wir haben hier einen Rohstoffstart von Schäfi. Und ebenfalls einen Rohstoffstart von Shadow. Mal schauen, ich persönlich kenne Shadow nicht. Würde aber Schäfi aus meinen Erfahrungen mit ihm in der Sum 2 Liga definitiv als Favoriten einstufen. Wollen wir mal schauen, was Shadow so alles fertig bringt, sagen wir mal. Wir haben hier einen Sammel von Schäfi. Und Shadow hat sich noch keine Fähigkeit ausgesucht, wartet wahrscheinlich auf den passenden Moment, was er sich aussuchen wird. Ja, wir haben hier direkt Halle der Krieger von Schäfi. Und auch eine etwas später jetzt von Shadow. Ja, okay, er schickt die anscheinend beide Baumeister etwas später los. Da kommt direkt die erste Truppe Hüter von Schäfi. Und wo ist der zweite Baumeister von Schäfi hin? Braucht jemand ein paar Hüter? Da braucht jemand ein paar Hüter. Ah, ich habe ihn gefunden. Da oben ist er. Man sollte vielleicht auch mal auf die Map gucken. Okay, das heißt, er hat direkt die Hüter reingeschickt und wird die dann direkt hier rausholen, um die direkt zu Harrison. Ist natürlich eine gute Sache, solange der Minenschacht nicht gefunden wird, aber der hier ist auch noch relativ weit weg. Hüter, macht euch bereit! Gut, hier kriegt er natürlich direkt was vor die Nase gesetzt. Sieht Shadow natürlich nicht, dass er hier oben den Minenschacht hat. Wird er aber bald herausfinden. War hier nicht direkt schon die zweite Truppe Hüter? Ich glaube schon. Ja, kommt da direkt zwei Truppen Hütern hoch. Ah, okay. Shadow startet hier mit einer Truppe Fahrlang, wahrscheinlich um zu creepen. Wird jetzt hier feststellen müssen, dass er direkt angegriffen wird. Da sind natürlich die Fahrlang jetzt im Nachteil gegenüber den Hütern. Abgesehen davon, dass es zwei Truppen Hüter sind. Oh, Shadow, du willst doch jetzt aber bitte nicht die zwei Truppen Hüter nur mit dem einen Trupp Fahrlang angreifen. Ja gut, in Reichweite der Festung kann er das machen, aber so direkt will ich das nicht machen. Weil im 1 gegen 1 verlieren die, vor allem weil die Hüter schon Stufe 2 sind und noch einen Sammelruf drauf haben. Da werden die Fahrlänge aber abgeschlachtet. Hier schießt die Festung schon ein bisschen mit. Jetzt die nächste Truppe Hüter und hier direkt der Schießstand, das ist gut. Allerdings verliert er jetzt hier schon drei Rohstoffgebäude, das ist natürlich schwierig. Oh, hier kommt direkt die nächste Truppe wieder hinterher. Schäfi will es wissen. Hier auch ein offensiver Minenschacht von Shadow. Ah, er hat es gesehen, dass der Baum ist angegriffen. Sehr gut, sieht ihn zurück. Hier kommt auch ein Trupp Fahrlang von Schäfi. Ich weiß nicht, ob er Fahrlang jetzt unbedingt braucht. Vielleicht auch zum Creepen. Okay, hier natürlich die Stufe 1 Hüter verlieren gegen die mittlerweile fast Stufe 3 Hüter. Wie gesagt, wenn die Truppen überlegen sind, dann nicht so einzeln reinschicken. Hier den Kampf, Stufe 1 gegen 3, kann er jetzt machen, denke ich mal, weil das ist nur eine halbe Truppe. Aber an sich lieber ein kleines Stück zurückziehen und die Festung mit draufschießen lassen, so wie jetzt bei dem Trupp hier. Und Schäfi reißt hier den nächsten ein. Ja, ich meine, wenn man es kann. Schauen wir uns doch mal die Rohstoffe an. Oh, okay. Shadow hat immer noch keine Fähigkeit ausgewählt. Ich hätte da mittlerweile schon Sammelruf oder alternativ auch heilen, vielleicht um einen Trupp zu retten oder so eingesetzt. Oder halt eben Neuaufbau, um einen Minenschacht länger am Leben zu halten, aber sich das hier glaube ich nicht wirklich lohnt. Okay, Schäfi baut hier direkt die Schmiede vor der Base. Er will es echt wissen. Ja, jetzt hat er tatsächlich nicht unbedingt die Truppen, um das zu halten. Und Shadow sieht es. Oder sollte es auch hier am Rand sehen. Okay, aber er zieht direkt durch. Na. Ah, er hat aktuell, würde ich behaupten, nicht genug. Braucht jemand ein paar Hüter? Okay. Shadow hat hier deutlich mehr Truppen und er hat vor allem. Ist zwei oder drei? Ist zwei Truppen anstatt.
damit sollte er in der Lage sein, es gegen die Hüter deutlich zu gewinnen. Und schon die Ramme hin auftakt, okay. Dass jemand ein bisschen zu selbstbewusst von Schäfi ist, direkt hier eine Ramme rauszuhauen, wenn er den Kampf hier wahrscheinlich verliert. Na, wobei, zwei Truppenhüter machen die eine Truppe hier platt, die sollte er auch zurückziehen. Und er lässt die hier im 1 gegen 1 kämpfen, wenn die Jagdstarter sich da leider relativ lange ausgehalten haben. Ja, selbst da kommt schon mies drüber wieder. Ich würde auch noch ein paar Jagdstarter bauen oder halt einen neuen Minenschacht. Ah, okay, er hat hier oben die Waage geklebt. Ja, ja, aufpassen. Immer schön mitschmeißen lassen. Wenn du die Hüter kämpfen lässt, immer die Axtstarter damit draufballern lassen. Ah, okay, die Ramme macht die One-Shot? Okay, das ist natürlich mies. Das ist natürlich echt mies. Ah, hier kam jetzt auch der Sammelruf. Hätte ich tatsächlich in dem Fall auch auf die Axtstarter gemacht, auch wenn es jetzt nicht mehr so viele sind, weil die blöde Ramme da drüber gefahren ist, aber ist natürlich auch gut. Ja, die Festung lässt auf die Ramme schmeißen, sehr gut, damit ich schon mal möglichst viel Schaden kriegt. Problem ist, er hat jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich viel, um die Ramme tatsächlich zu töten, weil durch Axtstarter nimmt die nicht so viel Schaden. Oh, kostet ihn das schon, die Festung? Komm, Top Axtstarter und Top Fahrlang. Die Fahrlang direkt auf die Ramme schicken, unbedingt. Hier ist es tatsächlich gar nicht mehr so schlecht, dass er die, oder naja, es ist nicht ideal, aber es ist nicht schlecht, dass er die opfert. Sonst würde er die einfach um die Ramme stellen. Oh, okay, das hat ihn tatsächlich die Festung gekostet. Ja, das ist natürlich unlucky. Da ist das Spiel gleich schon vorbei. An sich, an Shadow, hast ein bisschen die Truppen einzeln kämpfen lassen. Und die nicht so wirklich gut zu einer Armee zusammengezogen. Das war vielleicht so ein bisschen der Fehler. Aber ich meine, Schäfi hat das schon echt stark gespielt. Hat sehr, sehr viel Druck aufgebaut. Natürlich echt schwer dagegen zu spielen. Was gut war, war der schnelle Schießstand, der hinterher kam. Aber es sind halt leider immer ein paar Trupps Hüter an einigen Stellen einzeln gestorben. Das war so ein bisschen, was wir noch hätte besser machen können. Aber an sich, wie gesagt, der Schießstand war sehr gut. Und na gut, dass die Ramme halt an der Stelle nicht gestorben ist. Ja, da haben halt dann die Nahkämpfer gefehlt, die halt von Schäfi schon getötet wurden. War halt ein bisschen unlucky. Aber war echt stark gespielt von Schäfi. Gut. Das war ein schnelles Replay. Würde ich sagen, gut gespielt, Schäfi. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.